Die Veranstaltung des DAV zu den transatlantischen Freihandelsabkommen war gut besucht, denn viele Fragen sind noch offen, unter anderem auch die nach der Investor-Staat-Gerichtsbarkeit. Trotz der Ablehnung einer breiten Mehrheit will die EU-Kommission daran festhalten. All dies zeigt, dass insgesamt eine große Skepsis gegenüber der bislang etablierten Investor-Staat-Streitbeilegung gewachsen ist. Und die Debatte geht, das kann man sagen, glaube ich, weit über Chlorhühnchen und Rostbratwürste aus Kentucky hinaus. Dieser kleine Film kann natürlich nur Ausschnitte der über zweistündigen Debatte widerspiegeln. Zu vielschichtig sind die Meinungen. Wie gestern in der Tagespresse berichtet wurde, kommt der frühere Richter des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Siegfried Bross, sogar zu dem Ergebnis, dass private Schiedsgerichte, wie sie in den transatlantischen Freihandelsabkommen vorgesehen sind, gegen das Grundgesetz verstoßen und mit den Prinzipien des Völkerrechts kollidieren. Auf der anderen Seite spielt der Investorenschutz gerade für die Exportnation Deutschland zweifellos eine wichtige Rolle. Beispielsweise hat Deutschland weltweit die meisten Investorenschutzabkommen abgeschlossen, insgesamt über 130. Von einer Paralleljustiz oder Geheimgerichten könne daher keine Rede sein. Dennoch werde die Debatte teilweise sehr aggressiv geführt. Eine breite Öffentlichkeit nimmt inzwischen Anteil an dem, was sich in diesem Bereich tut. Und das ist unter rein demokratischen Gesichtspunkten sehr gut und richtig so. Dass diese öffentliche Debatte nicht immer so läuft, wie das man sich vielleicht wünschen würde, ist eine ganz andere Sache. Da muss man tatsächlich sehen, dass viele der Argumente, die gerade von Seiten der sogenannten TTIP-Gegner vorgebracht werden, doch sehr unsachlich sind, sodass man das Gefühl hat, dass sich doch so ideologisch motivierte Kritiker dort allgemeine Ängste der Bevölkerung vor Globalisierung zunutze machen. Worum geht's eigentlich? Das Ganze hat natürlich eine geopolitische Dimension. Und die große Gefahr ist, wenn wir sozusagen nicht erfolgreich sind beim Thema TTIP, werden über andere auch geografische Verbundenheiten zukünftig Standards gesetzt, die für den Prozess der Globalisierung von ganz zentraler Bedeutung sind. Natürlich werden hier Standards gesetzt, die wir zukünftig brauchen. Und dieses müssen wir im Auge halten. Wir haben als Europäer ein überragendes Interesse daran, natürlich auch nicht den Goldstandard zu setzen, aber ich sag mal, einen Standard zu setzen, der auch für die weiteren Freihandels- und sonstigen Abkommen von zentraler Bedeutung sind. TTIP und CETA seien Möglichkeiten, unsere Wertvorstellungen bei der künftigen Gestaltung der Abkommen einfließen zu lassen, beispielsweise bei der Transparenz oder den Einflüssen von Investitionen auf Umwelt und Gesundheit. Ich hätte ja immer gedacht, man sollte TTIP statt mit diesen Statistiken und ökonomischen Modellen einfach damit begründen, dass man sagt, dass in der heutigen globalisierten Welt eigentlich sowas wie ein Zoll deplatziert ist. Dass wir sozusagen, dass die Globalisierung immer weitergeht und dass eine staatliche Maßnahme, die bloß wegen des Grenzüberschritts von jemand sozusagen einen Zoll kassiert, eigentlich in diese Welt nicht mehr hineingehört. Trotz seines, so wörtlich, Outings als Freihändler stehe er der Passage zum Investitionsschutz im geplanten Abkommen kritisch gegenüber. Denn Investitionen müssten dort geschützt werden, wo eine rechtliche Sicherheit nicht in dem Maße wie wünschenswert gegeben sei. Das kann man aber auch anders sehen. Und dass wir als vermeintliche Wir, sage ich jetzt mal, wenn ich das so sagen darf, hier für die deutsche Diskussionskultur, vermeintliche Super-Europäer, die bei jeder Gelegenheit irgendwie danach rufen, dass wir Dinge auf einer europäischen Ebene regeln und in anderen Kontexten auch, dass wir sie auf einer internationalen Ebene regeln. Hier frage ich mich so ein bisschen, wo ist die Weltläufigkeit? Man bewege sich derzeit in einer zutiefst normativen Debatte. Die Position der Bundesregierung dazu sei, so hieß es augenzwinkernd, ein entschiedenes Jein. Kritiker würden derzeit vier Argumente beim Thema Freihandel unterstellen. Eines davon sei eine angeblich geplante tiefgreifende Deregulierung bis hin zum Druck auf die Lohnkosten. Zum anderen profitierten von den Abkommen nur große Unternehmen, heißt es. Und drittens geben die Europäer ihren Gestaltungsspielraum auf. Und schließlich... Das Letzte ist das Argument, auch ein, das massiv vorgetragen wird. Freihandelsabkommen dienen vor allen Dingen einem. Sie dienen dem Vorteil großer entwickelter Staaten gegenüber Entwicklungsländern.
All dies sei natürlich nicht so, unterstrich der Staatssekretär. Weder sollten Standards aufgegeben werden, noch der europäische Gestaltungsspielraum. Und was die großen Unternehmen beträfe, gerade bei einer Exportnation wie Deutschland, profitiere insbesondere der Mittelstand, der eben nicht über große Rechtsabteilungen wie die Konzerne verfüge. Und Frau Malmström, verstehe ich so, auch aufbauend auf einem Gespräch, das ich in der letzten Woche hatte, dass die Kommission sehr grundsätzlich darüber nachdenkt, ob denn das Thema Investitionsschutz zwingend ISDS heißen muss, ob es nicht andere Prinzipien geben kann, die das Thema Investitionsschutz in solchen Verträgen sichern. Ohne ein spezielles Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten drohen allerdings andere Probleme. Stattdessen bewegen wir uns jetzt in eine Richtung, wo, was würde passieren, Herr Eber, die Streitigkeiten ausgetragen werden in allen 28 EU-Mitgliedstaaten, in allen 51 US-Bundesstaaten, vor Gerichten, deren Hauptjob es nicht gerade ist, Investitionsstreitigkeiten zu entscheiden, die vielleicht einmal so einen Fall auf den Tisch bekommen, vielleicht, wenn man Spezialzuständigkeiten schafft, auch ein bisschen häufiger, aber die sicher nicht dasselbe Maß an Erfahrung und Spezialisierung und dieselbe Internationalität haben, die ein internationaler Schiedsgerichtskörper haben könnte. Wie bereits gesagt, hier lassen sich nur Ausschnitte skizzieren. Das Fazit des Moderators. Wo ich persönlich das größte Problem sehe und wo für mich auch noch kein Land in Sicht ist, ist die Frage, wie man den Widerspruch zwischen möglichem nationalen Recht und Unionsrecht auf der einen Seite und bestimmten völkerrechtlichen Kontrollmaßstäben auf der anderen Seite lösen kann. Ich vermute, man kann das eigentlich nur, wenn man sich überlegt, dass man das entweder sozusagen auf grobe Willkürakte beschränkt oder wenn man so einen abgeschlossenen Katalog hat, sei es ein Positiv- oder ein Negativkatalog oder beides. Also was sozusagen eine Enteignung ist, was eine bestimmte Maßnahme ist, die einen Verstoß darstellt und was auf der anderen Seite in keinem Fall eine solche Maßnahme ist. Ich glaube, das ist eins der Kernprobleme. Dies sei ein Punkt, über den nachgedacht werden müsse, weil er prägend sei für die Akzeptanz des Rechtssystems.